Hallo zusammen und willkommen zurück bei Control. Als nächstes in der Mission habe ich mir den Kühlschrankdienst ausgesucht. Wir sind jetzt auch schon, wo wir hin sollen. Am Panoptikum, da. Mal gucken, irgendwie müssen wir jetzt wieder hier rein. Na, warte mal. Ja, wir sind sogar... Da ist doch was, so ein Knopf. Hey, was kann ich tun? Sie sind zurück? Oh, vielen Dank. Ich weiß nicht, was dieses Ding tut, wenn ich wegsehe. Sie müssen mich rausholen. Die Tür kann nur vom Panoptikum Aufseher geöffnet werden. Das war der Langston, falls er noch da ist. Langston. Ja, den kenne ich. Ich bitte ihn, Sie rauszuholen. Beeilen Sie sich. Meine Augen. Sie... Ich kann nicht. Hey, ganz ruhig. Reißen Sie sich zusammen. Wie heißen Sie? Konzentrieren. Richtig. Ich heiße Philipp. Und ein wenig länger halte ich noch durch. Mir tun nur die Augen so weh. Durchhalten, Philipp. Jo, also sprich mit Langston. Dann gucken wir mal, wo wir Kameraden finden. Ein Panoptikum-Eingang. Super. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie erstmal hinüberkommen. Oh. Oh, scheiße. Das war jetzt ein bisschen anders geplant, aber... Gut. So. Richtung ist jetzt nicht ganz falsch. Ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob wir auf der richtigen Etage sind. All diese paranatürliche Kraft an einem Ort ist ein Risiko. Man fragt sich, welche anderen Gefahren hier noch weggesperrt sind. Das zerfetzt meine ganzen Schilder. Nee. Das ist falsch. Ich besitze zwei Hunde, Sir. Oben in einer Zelle sitzt jemand namens Philipp. Er starrt einen Kühlschrank an und dreht jede Sekunde durch. Philipp? Oh Mist, ich habe den Kühlschrankdienst total vergessen. Er ist seit über einem Tag da drin. Sie haben ihn vergessen? Hier geht's drunter und drüber. Das Zischen, der Benikoff-Fernseher, bei allem, was ich um die Ohren habe, Ma'am, ist es kein Wunder. Schon gut. Aber wir müssen ihn da jetzt rausholen. Er sagte, Sie können seine Zellentür öffnen. Ja, kann ich. Über mein Terminal. Erledigt. Die Tür ist offen. Aber Philipp kann nicht einfach so gehen. Der Kühlschrank verhält sich unberechenbar. Augenkontakt ist das Einzige, was ihn zu beruhigen scheint. Er muss ständig beobachtet werden. Oder es gibt Tote. Ich überlege mir was. Ich bin ziemlich gut im Improvisieren. Mit solchen Objekten improvisieren? So arbeitet die Behörde nicht, Ma'am. Er kennt uns nicht gerade gut. Erzähl mal was. Können Sie mir einen Lagebericht des Sektors geben? Puh, okay. Wir müssen erst noch eine richtige Inventur der Zellen durchführen. Wer weiß, wie viele gewandelte Objekte abgehauen sind. Personal. Wir haben definitiv einige Leute verloren. Wir könnten einen Stand auf einer Jobmesse gebrauchen, würde ich sagen, nicht wahr? Kann man das FBC nicht auf einer Jobmesse vorstellen? Die Zischer zerlegen hier alles schneller, als wir es reparieren können. Aber der Isolationssektor ist stabil.
einigermaßen. Einigermaßen stabil ist besser als die Alternative. Was halten Sie davon, dass ich jetzt Direktorin bin? Ich meine, das ging ja alles sehr schnell. Oh, bisher keine Beschwerden. Trench war ein Geheimniskrämer. Viele Besprechungen hinter verschlossenen Türen. Sie scheinen zugänglicher zu sein. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Ma'am, bleiben Sie sich selbst treu. Ich bin schon sehr lange hier und ich weiß nicht, ob es der Job oder das Gebäude ist, aber die Leute verändern sich und nicht unbedingt zum Guten. Ich versuche, einen kühlen Kopf zu bewahren. Komm. Ja. Bis später, Langston. Bis später, genau. Ich bin hier, wie immer. Sie zu beschützen ist eine große Ehre, Sir. Wir sind sehr glücklich über diesen Auftrag. Das ist toll. Danke. So, dann kehren wir mal zu ihm zurück. Vierte Ebene. Tja, so. Schnellreise. Ich glaube, da war das. Und 14, 15, glaube ich, saß er, ne? Da, genau. Hallo, Jesse? Bin wieder da. Ich komme rein. Danke. Danke, danke, danke. So, was haben wir hier? Der Kühlschrank ist... Philipp? Was jetzt passiert? Philipp? Wenn ich wegsehe, tut er mir weh. Okay. War's auch schon? Nein, natürlich nicht. Du Scheiße. Was passiert denn jetzt schon wieder? Also er schießt Bowlingkugeln auf uns und wedelt mit seinen Armen rum. Toll. Einheit 14. Einheit 15. Hallo, Jesse? Bin wieder da. Ich komme rein. Danke. Danke, danke, danke. Jesse, der Kühlschrank ist... Philipp? Ja, Philipp ist weg. Nochmal. Wenn ich wegsehe, tut er mir weh. So, okay, wir wissen, was auf uns zukommt. Ach,
Hahaha. Okay. Wie oft denn? Moment. Oh. Nee, ne? Glaube, ich hatte ihn besiegt. Ja, okay, dann versuchen wir es nochmal hier. Hä? Der Kühlschrank scheint wieder okay. Liegt es am Kampf gegen dieses Ding? Ja, okay, gut. Dann haben wir das scheinbar doch gerade eben so geschafft. Und sind uns zu Tode gestürzt. Schön, das ist zeitlich zumindest ein bisschen passt dann. Panoptikum Eingang. Schwupp, da lang. Da ist er. Hat einer von euch eine Karte? Was ist passiert? Wo ist Philipp? Tot. Etwas ist passiert, bevor ich ihn rausholen konnte. Puh, armer Philipp. Er hat den Kühlschrankdienst nie gemocht. Aber wenn Sie hier sind, wer beobachtet dann den Kühlschrank? Niemand. Ich habe den Kühlschrank repariert. Solche Dinge repariert man doch nicht einfach. Was haben Sie getan? Ich habe ihn berührt. Und war plötzlich in der Astralebene. Da war dieses riesige Ding. Es hatte ein großes Auge und war feindselig. Die Astralnauten haben von etwas berichtet, auf das diese Beschreibung passt. Die Astralebene ist aber gewöhnlich über Objekte der Macht mit unserer Welt verbunden, nicht über gewandelte Objekte. Wenn sich das Ding mit gewandelten Objekten verbindet, ist es echt mächtig. Könnte sich wiederholen. Denken Sie, dieses Ding hat Philipp erwischt? Muss so sein. Das Panoptikon ist ein gefährlicher Ort. Die Agenten kennen das Risiko. Aber da Sie einen Draht zu gewandelten Objekten haben, könnten Sie sich noch um einige andere kümmern. Die Zischer sorgen überall für Isolationslecks. Hier fangen Sie damit an. Ich schaue mich um, ob andere fehlen, während Sie weg sind. Mein Leben wurde gerade um einiges leichter. Jo, und damit haben wir den Geschmackdienst erledigt. Okay, eine neue Mission. Langstons Ausreißer. Später, Langston. Ja, gut. Ich bin hier, aber, wie auch immer, wir machen an der Stelle erstmal eine Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.